Wir schauen jetzt mal genauer in den Bereich der Lebensmittelindustrie. Und zwar haben wir ja bereits gehört, dass durch aktuelle Forschung neue Wege gegangen werden für ein nachhaltiges Leben und damit eben auch neue Wege aufgezeigt werden. Und es gibt Produkte, die das Thema Nachhaltigkeit bereits schon im Herstellungsprozess fest implementiert haben. Und einer dieser Bereiche betrifft die Herstellung von Frischkäse. Und was Frischkäse mit Nachhaltigkeit zu tun hat und wie Sie ein solches Produkt selber herstellen können, das werden Ihnen Frau Schabe und Frau Weiland im Milchtechnikum der Hochschule Hannover beantworten. Hallo Steffi. Hallo Miriam. Ich habe in letzter Zeit so viel über Nachhaltigkeit gelesen. Ich wollte mal fragen, hast du ein konkretes Beispiel, wie Nachhaltigkeit in der Milchindustrie gelebt? Ja, ich habe ein konkretes Beispiel für dich. Das wird schon umgesetzt. Und zwar hat man früher für die Herstellung von einem Kilo Frischkäse 4 Liter Milch verwendet. Durch Weiterentwicklungen der Verfahren der Technologie konnte man einsparen und verwendet nun für ein Kilogramm Frischkäse nur 3 Liter Milch. Oh, das ist aber perfekt. Dann kann man ja die Milch noch anderweitig verwenden, den Liter, den man eingespart hat. Kannst du mir das Verfahren dazu auch mal erklären? Ja, klar, gerne. Erkläre ich dir gerne. Komm einmal nach hinten. Ja, und also hier siehst du einmal unsere Milch. Jetzt möchte ich mal kurz erklären, was alles in unserer Milch für Inhaltsstoffe sind. Zum einen haben wir hier unsere Fettkügelchen. Zum anderen haben wir hier unsere Laktose, der Milchzucker. Weiterhin finden wir, also ist einfach unsere wässrige Phase in der Milch. Und dann haben wir noch unser Protein. Zum einen besteht Protein, unser Eiweiß, zu 80% aus Casein und zu 20% aus Molkenprotein. Ja, und bei der Frischkäseherstellung habe ich nun meine Milch, die wurde pasteurisiert und anschließend gebe ich hier Lab und Kultur dazu. Warte mal, Steffi, nicht so schnell. Was ist jetzt Lab und was sind Kulturen? Ja, Lab ist ein Enzym. Dieses Enzym gibt man der Milch hinzu, um die Caseine auszufällen. Und unsere Kultur sind Milchsäurebakterien. Die geben wir auch der Milch hinzu, um unseren pH-Wert zu senken. Und da wir die beiden Sachen, Lab und Kultur, zugegeben haben, entsteht unser Frischkäse, was wir hier sehen. Und hier siehst du, unser Casein hat ein dreidimensionales Netzwerk gebildet. Die haben sich durch die pH-Wertsenkung aneinander gelagert. Das Fett, unsere Fettkügelchen, sind wieder in der Struktur eingelagert. Und wir entziehen nur die Molke. Hier unten unsere wässrige Phase. Das ist die Molke und die entnehmen wir. Und in der Molke bleiben unsere Molkenproteine noch enthalten. Sag mal, Steffi, gibt es da nicht eine Möglichkeit, diese Molkenproteine noch irgendwie zu verwerten? Ja, genau. Die gibt es auf jeden Fall. Und das erkläre ich dir nun. Also, jetzt kommen wir zu unseren Molkenproteinen. Die Molkenproteine sind verknäuelt, haben eine globuläre Struktur. Bei der Herstellung von Frischkäse nehme ich meine Milch und erhitze diese Milch auf 90 Grad Celsius für 5 Minuten. Ja, was ist die Folge dieser Erhitzung? Meine Molkenproteine denaturieren. Die ursprüngliche native Form klappt auf und die Molkenproteine haben dann diese Form. Bei der Erhitzung denaturieren die Molkenproteine und die Molkenproteine lagern sich an das Casein an. Also hier haben wir wieder unsere Casein-Micellen. Durch die denaturierte Struktur der Molkenproteine können sich die Molkenproteine und die Caseine miteinander verbinden. Bei der weiteren Herstellung von Frischkäse, also ich gebe wieder Lab und Kultur hinzu, und erhalte nun diese Struktur des Frischkäses. Also hier sehen wir auch das dreidimensionale Netz der Caseine. Die Fettkügelchen sind wieder mit eingebaut in der Struktur. Und wir sehen hier
die grünen Molkenproteine. Die sind nun in unserem Käse, in unserem Frischkäse mit enthalten, als wertgebender Inhaltsstoff auch für die Ernährung des Menschen. Die restliche Molke oder die Molke, die restliche Phase wird wieder abgetrennt. Aus diesem Grund benötigt man für die Herstellung von 1 Kilogramm Frischkäse nur noch 3 Liter Milch. Okay, vielen Dank, Steffi. Ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. Kann ich das eigentlich auch zu Hause herstellen? Ja, natürlich kannst du das zu Hause herstellen. Wie das funktioniert, zeige ich dir jetzt gleich gerne. Für die Frischkäseherstellung zu Hause brauche ich einfach Milch, dann Zitronensaft, so wie man den aus dem Handel kennt, und einen Kochtopf, eine Herdplatte, um eben die Milch ein bisschen anzuwärmen, so 40, 45 Grad. Dafür nehme ich jetzt einfach meine Milch, die 500 Milliliter dazu, also einen halben Liter ungefähr. Anschließend erwärme ich die Milch auf meine 45 Grad. Wenn ich die Temperatur erreicht habe, gebe ich dann meinen Zitronensaft dazu. Durch die Zugabe von dem Zitronensaft senke ich meinen pH-Wert ab. Was passiert bei der pH-Wertabsenkung mit dem Casein? Sie fallen aus. Das heißt, die negative Ladung der Caseinmizellen wird neutralisiert durch die H+-Ionen, die ich dazugebe. Die Oberfläche, die Ladung an der Oberfläche wird annähernd neutral und die Caseine stoßen sich nicht mehr ab, sondern lagern sich zusammen. Genau. Und durch die Zusammenlagerung, wir sprechen von der Säurefällung in dem Fall, habe ich mein Koagulat, mein Casein und habe auch meine Molke. Anschließend nehme ich dann mein ausgefälltes Casein, kann es absieben, entziehe meine Molke und habe dann meinen Frischkäse und kann ihn einfach verfeinern, so wie ich möchte, mit Salz und Kräutern und anschließend genießen. Ja, und was ist jetzt passiert? Jetzt ist unser Casein ausgefällt und wir können unsere Molke abtrennen. Das mache ich hier über ein einfaches Sieb. Genau, hier seht ihr, wie unsere Molke sich abtrennt und wir haben hier unser Koagulat, unser anschließend drück noch ein bisschen, dass die Molke und anschließend kann ich einfach ein bisschen Salz, ein bisschen Kräuter dazugeben, je nach Geschmack. Und habe meinen Frischkäse zu Hause hergestellt. So Miriam, jetzt kannst du unseren Frischkäse probieren. Sehr lecker, Steffi.